So, ja, und weiter geht es hier mit GTA 4 mit euer Gea Tobi und ich muss euch was erzählen. Im 16. Part habe ich, ja, leider habe ich ja, ich nehme ja auch noch die, was ich jetzt hier so plappere, mache ich ja neben der Datei, wo ich dann aufnehme, wo ich dann alles bei Sony Vegas packe. Da habe ich jetzt gerade, wo ich denn rede, habe ich das überspeichert gehabt. Also ich hatte das gerade verwechselt gehabt mit Part 16 mit 17 und habe das dann auf, ja, ich habe jetzt zwar jetzt die Sprache auf von Part 17, aber nicht mehr von 16. Und naja, gut, sowas kann mal passieren, aber ich habe das echt spät bemerkt und dachte so, oh, wow, die shit. Aber keine Sorge, ich werde den 16. Part oder so habe ich, keine Ahnung, werdet ihr bestimmt dann sehen, wenn ihr dann da vielleicht die Folge guckt, keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich am Anfang an sagen, ja, ist mir passiert, doof und alles. Ja, erkläre das noch ein bisschen und den Rest des Videos ist jemand unkommentiert. Aber ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen und alles. Und ich wollte es nur mal so mal sagen, weil bevor ich das vergesse und sich da welche beschweren. Nein, ich werde da auch noch dem, so gesehen, in dem Video auch noch mitteilen, dass es so und so passiert ist. Und dass es mir leid tut. Ich werde besser darauf achten, aber naja, wir haben jetzt gerade nachts und es ist immer ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man irgendwie jetzt eine ganz andere Zeit aufnimmt und alles. Auf jeden Fall, sorry nochmal. Aber ich hoffe, es wird euch trotzdem gefallen. Also, auch wenn ich jetzt am Anfang da kurz das plappere und die Situation sage und alles. Aber das Rest des Gameplays könnt ihr euch auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall reinziehen, wenn ihr das angucken wollt hier mit Part 16 hier, wie es eben halt da abgeht. Also, verpassen würde ich das auf jeden Fall nicht. An anderer Stelle, wenn ihr wollt. Wow. Okay, kommen wir nun wieder zurück hier. Wir sind gerade im 18. Part wohl. Ja, das kann angehen. Nicht, dass ich wieder da was verwechselt. Nein. Ich hoffe mal nicht. So. Okay, auf jeden Fall, wir müssen jetzt hier die Leute jetzt mit dem Zug verfolgen. Ich hatte das im letzten Part schön versaut gehabt. Da hatte ich irgendwie so eine Art Pickup gehabt. Der war auch gar nicht so schnell genug. Jetzt haben wir schon eine, oh, die Bahn, ey. Auf jeden Fall mit einem schnelleres Auto jetzt. Yo. Und hier ist gerade hier fett Verkehr. Nicht gut. Weil dann kommen wir ja gar nicht da durch so richtig. Das ist jetzt nicht so wie bei San Andreas, wo man einfach so awesome ist. Sondern hier haben die das ein bisschen so auf Realismus gepackt. Okay, hier habe ich irgendwie gescheitert. Ich fahre jetzt mal die andere Seite. Kommen wir. Ah! Nicht gut. Fuck. So. Ich glaube, alles ist cool soweit. Hoffe ich mal. Von mir aus kann der auch die Haube abfliegen da hinten. Ey. Vorne. Meine ich. Ah, sind die jetzt mal da gleich fertig da? Irgendwo anzukommen. Die Ziele haben den Zug verlassen. Sehr schön. Jetzt kümmern wir uns mal um diese beiden Typen da oben. Ja, die schießen die einfach mit professionell mit der Knarre weg oder so. Alter. Die sagen auch noch unseren Namen, die wissen auch schon Bescheid oder was. Alles klar. 1,5. Warum nicht? Einfach so mal so schnell verdientes Geld. Wenn man so Typen erledigt. So. Schon wieder irgendwie so ein Taxifahrer, der nicht da ist, oder was? Die rennen ja meistens immer manchmal weg. Das ist schon das zweite Mal. So, jetzt können wir nur noch zu X. Also Playboy X nennt er sich. Da kommt der Krankenwagen. Hier irgendein Typ hat eingekauft. Na? Gab es irgendwie welche Angebote? Wenn du Rockstar Energy hast, dann klaue ich dir das. Oh, Michelle. Seems to have a lot of friends. That's because she's a dealer, Nico. Junkies like the people who supply them with drugs. You aren't getting involved in that world, are you? I'm trying to avoid it, Michelle.
Or maybe I do a few errands for Elizabeth. Nothing serious, though. I am no dealer. If you need help with anything, Nico, just speak to me. If you want to get something off your chest, I'm a good listener, you know? I know, Michelle. I really appreciate your concern, but I can look after myself. I'm a big boy, and I must make my own decisions. See you soon. Yeah, Nico. See you soon. Und wir haben noch eine Nachricht. Yo, Manni, ich habe eine Sache am Laufen. Komm bei meiner Hütte vorbei. Ich habe Arbeit für dich. Ding, Dollar, Dollar, Dollar. Ex. Okay, sehr schön. Der hat für uns Arbeit nun endlich. Sieh meine an. Wir schmeißen schon wieder irgendeinen Kunde raus. Ey, yo, ich bin VIP, ich darf das. Ich bin VIP, ey, oh Mann. Ja. Ich bin VIP, yo. Unbekannt, hä? Nico, wir treffen uns am Ende des Piers bei den Castle Gardens. Ja, super. Naja, wir gehen erstmal zu Playboy X. Gucken wir mal, was er für uns hat. Yo. Destruction for Beginners. The Connection, glaube ich, heißt das. The Connection. Alter, was hat der für eine Bude? Und irgendwelche Mädels auch noch, ey. Oh, schöne Terrasse. What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Building army. But in my work, people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from the streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Damn. My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would have laid on a party, got some freaks out. Jeez. I called. A couple of times. Man, hey, Dwayne, this is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out, I'm back. Keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What? Your silk sheet, fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this slob motherfucker any good, he can help you. And you know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Give me one second. Ain't folk quick to forget? Some folk. Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne, we gotta roll. Please make yourself at home. Hell. This is your home. It's jet money. Motherfucker must think I'm an idiot. Kommt mir bekannt vor. Ja. We go into Castle Gardens. There's an alley we want to hit up just off the South Parkway. Einen coolen Hammer hat der. Nennt man ja so ein
Panzerbrecherfahrzeug irgendwie, ey. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him and my friend, some Italian dudes, shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What are you suggesting we do about it? You gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Yusuf how good we've been to him. That cat and me is gonna be tied as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cash. That what you chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck their people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with, and they'll back off. Okay? Shit, Yusuf is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins. Shit. I think you might want to look at the map, Playboy. Dubai isn't in Africa. Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important thing. Oh man, was er immer für Sachen quatscht, ey. Oho, der hat sogar GPS drinne. Bim, bim. Ah, ah. Fast wären wir gerade an den Cops geknallt da. Das wäre nicht so toll gewesen. Nee, 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 nee. Bim, bim. Bim, bim. Ah, Mann. Immer diese, um diese Kurven immer zu fahren, ey. Ah, es ist immer so schwierig, um die Kurven zu fahren. Cool. Das hört sich schon mal nice an. Da kriegen wir sogar noch was geschenkt und alles. Steigen in den Wagen, um die Waffen zu holen. Na. Ja. Yeah, für so Mafia-Auto, ey. Yeah. Yo, there's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. I'm gonna get in the position where I can see all the... Vom Bug gerade, keine Waffe, hält irgendwie... Hält auch. The rest of them shouldn't be a problem. Das sieht so scheiße aus. Oh man. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Ich fahr auch mal hoch. Mee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 e
Wo ist der? Wo ist der? Denkt er jetzt. Ah, okay. Der musste wenigstens nicht tief runterfallen irgendwo. Okay. So, jetzt müssen wir wieder nach unten. Oha. Sturmgewehr. Oh, oha, die AK. Auf jeden Fall eine nice Waffe. Die habe ich auch mal schon gerne gespielt, weil die ordentlich Schaden macht. Aber die eine M4, die wird auch noch, glaube ich, bocken. Die geht auch ab. So, wir sind gleich unten. Angekommen. Vor so Mafia, ey. Alter. Ja, los, fahrt vorbei. So. Komm her. Oh. Alter, wir haben überhaupt keine Chance. Alter, wo ist der? Bares auf der Hand. So. Jetzt gehen wir mal weiter hier. Ob hier noch mehr so welche Crank-Leute sind. Ich glaube, der ist auf jeden Fall da oben irgendwo. Na, erwischen wir den. Oh, wow. Ja, wir brauchen gar nicht so viele Schüsse. Wow, 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 wow. Alter. Nein, nicht abhauen. Hallo. Was geht jetzt ab? Was ist da, Nico? Hey. Mach sowas doch nicht. Alter. Oh, wow. Ah, warte, das wusste er. Aber wir haben ganz schön viel Lehmabzug bekommen. Wegen der einen Sache, das ist... Ja, nicht nach Plan gelaufen. Aber egal, wir geben unser Bestes jetzt. Da hinten irgendwo muss auch noch so ein Gewerkschaftstypen sein. Ah, Mann. Ah. Das sieht so geil aus. Scheiße. Scheiße. Nein, lass mich Ruhe. Oh nein. Nur weil ich hier gegen dieses Ding da geballert habe. Oh. Was ist das? Wo ist der? Wo ist der Typ? Alter! Alter! Wow, wow, wow! Boah! Der letzte ist im Osten, ey, super! Ah! Alter! Mit so wenig Leben noch. Oh, jetzt müssen wir uns beeilen, Alter. Wo ist er denn? Scheiße. Ah. Shit. Schaffen wir das noch? Ai. Wo ist der Typ eigentlich überhaupt? Wo ist der andere? Okay. Müssen wir aufpassen.
Der ist ja irgendwo hinten, ne? Alter, wo ist der? Hier hat doch jemand geredet. Scheiße. Steckt der Magger? Boah, erwischt. Und jetzt? Pff, geschafft. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You said PA won't put me through to the cat. But when they hear about this shit, they gonna start listening to Playboy. Ha. Shit, ey, dass wir das doch geschafft haben. Whoop. Au. Aua, aua, aua. Geschafft. Geile Sache, ey.